We located the ancient Dark Angel's ship in the heart of the Space Hulk. After finding out that Squad Gideon had been slain, we fought a horde of Xenos as we conducted investigatory missions to uncover this enigmatic vessel from our dark and distant past. The Deathwing moved to secure entry into the old ship, while we overcame the energy and psychic defenses created by the Gene Stealers. Hard fought was the battle, but the bridgehead had been established, and progress to our objectives continued. We are the Emperor's Blade. We have encountered Gene Stealer hybrids armed with ranged weaponry. They're launching counterattacks against the perimeter, threatening the integrity of the landing zone on the Alethros. Looking at our scan data, the Tech Marines have advised that the hybrids may be able to sever the ship where our squads are currently located, to propel it into the gravity well of the nearby planet. To prevent this, we must disable the propulsion system in this sector. If the enemy succeed, we will be forced to withdraw and return in another costly breaching assault. Precious time and lives will be wasted. The Emperor abhors failure. Ist das der Sturmbolt oder ist das die Schrot? Das ist die Schrot, oder? Das ist die Schrot. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren spannenden Folge. Space Hulk Deathwing. Sehr schön, er hat darauf reagiert. Yay! Ja, ich wusste am Anfang nicht, ob du jetzt das von mir willst. Gut, ich hab's auch nicht gesagt. So was nennt man Improvisation. Und ich habe mitgekriegt, auf T kannst du dein Licht an- und ausmachen. Das habe ich dir quasi vorgestern, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben, schon erzählt. Ja, ich habe dir nicht zugehört. Mach deins mal aus. Was, sehe ich das? Machst du was? Ja. Ich blink dich an. An, aus, an, aus, an, aus, Tag, Nacht, Tag, Nacht, Tag, Nacht. Wo kommt dein Licht her? Na, oben, rechts und links. Also ich habe nur einen Schein. Ja, aber der ist eigentlich kontinuierlich an. Ja, ja, das muss so. Ach so, okay, gut. Ja. Also, wenn irgendjemand Veränderungen merken sollte an dem Lieben, das Schinken, ja, das liegt ganz einfach daran. Er hat heimlich geübt. Ach, ich hab doch nicht heimlich geübt, sowas würde ich doch niemals meinen. Nein. Deinen. Niemals. Ja, geh mal töten. Lennos! Schnauze! Schnauze! Da ist mir gerade eingefallen, dass jetzt niemand wirklich was hat für Entfernung. Das ist egal, dann rennen wir hin und verkürzen die Entfernung mit uns selbst. Das nennt man taktisches Schieben. 1, 2, 3, 4. Ach hier. Taktisches Verschieben in die Reihen. Komm her, Leute. Hört doch auf damit. Widerstand ist zwecklos. Wir sind die Borg. Wir sind die Borg. Eigentlich ja nicht, aber. Redet uns bei. Das wissen die vielleicht nicht. Nee, die treten nicht. Das kannst du knicken. Ja, ich will immer noch springen. Oh, mir fällt gerade auch auf, dass ich noch keine Fähigkeiten habe. Ja, also ich kann dich schon mal heilen. Das ist clear. Das ist super. Aber ich kann mich noch nicht heilen. Oh, die Schrotflinte ist so effektiv. Xenos! Komm her. Zack. Jawohl. Den Po gestochen und wieder geheilt. Yeah. Ey, du. Hörst du auf zu krabbeln? Krabbler! Aber in Pol, das ist. Oh, Kriebscher! Ja, die Kriebscher sind wieder da. Ist das Geschütz hier auf unserer Seite? Nein, ist es nicht. Au, 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 au. Da kommt was zu dir. Du hast doch eindeutig eine Hand verloren. Was? Kannst du mir mal ein helfendes Händchen geben? Naja, also ich krieg hier die ganze Zeit Fett für den Geschütz auf Mappe, also. Ach, nein. Du Kacke. Na, hier lag gerade eine Hand rum, deswegen habe ich das gesagt. Also, aha. Nein, lade nach. Duck, 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 tape. Ah, ihr seid alle so hässlich.
Da-di-da-di-da-di. Können wir nicht kurz hier das Ding... Oh, hier liegt ein Relikt. Stimmt, hier war ja was. Bedeutendes Relikt gefunden. Run, Lack. Bitch! Was? Bondage? Können wir auch. Machen. Können wir machen. Klack, all hier oben fallen einfach nur Körperteile runter von dem, was du jetzt ballerst. Alles voll mit Suppe. Hallo? Die! Duck, 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 ah. Duck, duck, duck. Ich warte mal hier hinterm Geschütz auf dich. Ne? Ohne Mist, ich will nicht wissen, wie oft eigentlich dieser. Oh fuck! Ja, lauf, 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 lauf. Komm her, komm her, komm her. Ich hatte, zack, Info. Ich hatte es vergessen. Oh, geil. Ja. Ohne Scheiß, mein Arsch sieht aus wie eine Waffe, wenn du so weitermachst. Ja. Ich hab halt Bock auf Waffeln. Deswegen mache ich das. Arschwaffeln. Ja, die guten. Besser als blaue Waffeln. Oh, Blue Waffles. Mein Leibgericht. Tut euch selber einen Gefallen. Nicht googeln. Ihr seid zu klein, um ein Mitspracherecht zu haben. Xenos! Ketzer! Ungläubiger! Heretiker! Ja. Leute ohne Lebensberechtigung! So, dann zieh ich mal hier durch die Leute durch. Ja, ich habe erstmal kurz einen Raketenwerfer-Typ entarmt. Oh, verdammt! Raketengeschütze! Oh, ah ja, lauf, 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 lauf. Oh Gott! Komm zu mir, komm zu mir, komm in das riesige Zahnrad. Die halten das auf. Klack! Wunderbar. Oh, schön an Arsch gepiekst hier. Ah, ich hab Level. Ja, ich kann mich selber heilen. Wuhu! Okay, wir dürfen jetzt. We have to prevent the enemy being reinforced from the nests we have just discovered. Oh Gott. Ja. Durch hier und zu. Gutes. Na. Ich hab vergessen zu riegeln! Ja, das hast du. Du Rat! Oh Gott! Ah, verschwinde! Nein, ich nein! Ich bin weg! Fuck. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Ohne Mist. Oh, die Tür ist wieder offen, weil keiner einen verriegeln konnte. Weil niemand sie verriegelt hat. Ah, sterbt! Geht drauf, geht alle drauf, ihr habt es nicht verdient! Verschwindet! Ja. Achso, mal drin! Ja! Au! Mein Arm! Hopp. Daneben! Friss Schrot! Lauf, komm schon, lauf, lauf! Oh Gott. In dem Moment solltest du keinen Ausdauerverlust haben! Das ist Adrenalin, Junge! Lauf einfach! Moment, ich bin in 4 Sekunden wieder da! Oh nein, die Geschütze! Oh nein! Oh Gott, Raketenwerfer! Ich komme! So, weg! Oh Gott, das bist ja du! Alter! Ich bin ganz kurz erschrocken! Okay. Ich habe mich kurz geheilt. Ah, geht alle drauf! Ihr verdammten Xenos! You're a heretic! Friss das! Los, in dein Gesicht! Den Bohr! Hier, geh zum Zahnarzt! Klatsch! Lad die Scheiße nach! Ja, ich glaube, wir müssen ja wieder eine Etage tiefer, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ja, wir müssen doch jedes Nest zerstören, was da hier auf der einen Seite liegt und da vorne und da hinten ist. Lauter Karte. Oh Gott, das Vieh schreit ja immer noch. Nein, ich brauche Support. Sofort Support. Mir geht's echt gar nicht gut. Komm durch, komm durch, komm durch. Ich mach die Tür zu. Da, 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 da. Und verriegelt. Oh, Scheiße. Erstmal heilen. Oh, da ist auf jeden Fall ein Tyrann noch auf der anderen Seite. Oh Gott. Alter.
Der schreit aus der Richtung. Ich glaube, ich sollte das nächste Mal Vergeltung oder so mitnehmen, wenn wir nur zu zweit sind. Vielleicht. Oh Gott, ein Moment der Stille. Genießt das, Leute, genießt das. Space Hulk ist ein Spiel, das ist grundprinzipiell permanent laut. Ach du Scheiße! Oh Gott, sie sind ja überall! Wir müssen schnellstmöglich hier alles säubern. Ja. Komm, scheint das auch noch aktivieren. Komm, hier raus. Zack! Okay, das ist clean. Wir könnten quasi hier weg. Alter. Auf der anderen Seite sind noch welche. Oh, das ist ein Geballer hier. Verschwindet! Oh, Leute. Oh, ich brauche dringend die Munitionserweiterung. Hier, in den Po. Zack. Okay. Puh, weiter geht's. Scheint so, als hätten wir hier aufgeräumt. Och, ja. Ja. Geil. Es brennt alles. Ich wollte gerade fragen, weil sie sieht aus wie so kleine Taschenmuschis an der Wand. Ich will's nicht ausprobieren. Da werde ich mir doch aus Versehen meine mitnehmen. Wie ist die denn in meiner Tasche gekommen? Weißt du, wenn so ein Tech Marine nachher im Briefing einfach mal so in deine Tasche guckt, wo haben sie das hierher? Ich weiß auch nicht, also das gehört mir auf jeden Fall nicht. Nee, es geht die ganze Zeit einfach nur schon so. Ja. So. Wer macht das? Niemand? Das Ding hat die hübschesten Lippen, die ich je gesehen habe. Oh. So, wollen wir mal hier nach rechts, dort, weil wir wollten hier... wir wollten die Relikte mitnehmen. Hier, da, hier. Oh Gott! Alter. So. Gut, dass die Viecher sich ankündigen. Wir sollten uns von hier verpissen. Das ist so der Grund, warum ich die Aliens, also die Xenomorphe, lieber habe. Die kündigen sich nicht an, die sind effizienter. Die Viecher Komm schreien hierher! Ich dachte, wir wollen hier hinten lang. Nee. Wir wollen erstmal hier lang. Vielleicht gibt's hier Relikte. You know? Verschwindet. Nein, geh weg, geh weg. Au! Mach die Tür auf! Ist offen! Oh. Was war das? Die kommen da aber nicht durch, oder? Oh ich Gott! Oh. Ich habe ihn zerteilt, keine Ahnung. Oh Gott. Wo ist dein süßer Arsch? Ja, hier, hier. Klack! Wunderbar. Oh. Das sind alles Tech Priests, oder? Die hauen immer noch gegen die Tür. Die hauen deswegen gegen die Tür, weil es hier keinen anderen Weg rein gibt. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich, warum hier alles Tech. Deswegen sind hier so viele Tech Priests. Die sind einfach nicht mehr rausgekommen. Das erinnert mich an Star Wars Republic Commando. An die Leichenhalle. Oh ja. Da geht's grundprinzipiell nicht lang. Wo kommen wir hier hin? Ich habe keine Ahnung. Immer rauf, rauf, rauf. Die Treppe rauf. Oh, was ist das? Oh, hier geht's lang. Warte mal, ich guck mal kurz auf die Karte. Was? Was zum? Da war auf einmal ein Fahrstuhl. Ich stand hier, hab dagegen gehauen, auf einmal geht unter mir die Luke auf und das Fass fällt runter. Ich hab gedacht, ich krieg's nicht. Oh Gott, sie haben Fahrstühle. Sie lernen. Sie wissen, wie man Knöpfe bedient. Also ich würde sagen, wir gucken nochmal hier links in das Data Center rein. Also wenn wir jetzt geradeaus gehen. Also hier jetzt. Ja, in diese riesige große Tür. Ich entriegle es mal. Sieht ja sehr verheißungsvoll aus. Ich stelle mich schon mal auf die linke Seite und habe den Overdrive ready. Okay. Okay. Ich fühle mich unwohl, wenn es so ruhig ist. Es ist wirklich viel zu ruhig. Hier hätte ein Relikt liegen können, das weiß ich.
Scharfschützengewehr der imperialen Armee. Das sieht aus wie. Das sieht aus wie das Gewehr von Fungus. Warte. Ja, das ist ein Fungusgewehr. Auf jeden Fall. Aber die Leute wissen ja gar nicht, wer Fungus ist. Tja, vielleicht werden sie es irgendwann herausfinden. Vielleicht, wenn wir das Spiel zum 30.000. Mal durchspielen. Fungus. Ah, wo wollen wir als nächstes hin? Naja, wenn wir jetzt hier runtergehen, wo ich vor der Tür stehe, da kommen wir ja wieder zurück. Ja. Ach, machen wir mal, damit wir in die große Halle kommen. Ah ja, genau. Los. Und dann gehen wir einfach gerade durch, also so diagonal durch, würde ich sagen. Ja, wollen wir da zuerst nach links in diese Wire Mode 205S? Wire Note. Wire Note, ne? Ja, genau, da würde ich ja. Da gehen wir da runter. Gehen wir erstmal dahin. Gut, ja. Na dann los. Okay. Let's roll! Oh, diese Wand sieht überhaupt nicht danach aus, als würde sie den Weg versperren. Oh, sie tut es auch nicht. Welch ein Wunder. Vor allem, du hast es erstmal fett durch Stahlbeton geschlagen. Ja. Alter. Es reicht mir. Hörst du auf, dich zu bewegen? Oh! Sinnlose Gewalt! Keiner hat euch erlaubt, uns anzugreifen. Hörst du auf? Hörst du auf? Die lernen das nicht, ne? Die lernen das einfach nicht, dass man sich mit uns nicht anhört. Ja, das ist... Das Leben, wie es sein sollte. Ketzerei. Nichts lernen. Achso, ja. Warum dürfen die eigentlich an Stellen stehen, wo wir nicht hinkommen? Mysteriös. Mysteriös, mysteriös. Badenkrampf. Komm, geh drauf, geh drauf, geh drauf. Alter. Hältst du deine hässliche Schnauze? So, da will die Murmeln hier rausliegen. Oh, da hat jemand einen. Klack. Klack. Mich stört's ein bisschen, dass man nicht ganz nach oben und nicht ganz nach unten gucken kann. Das ist ja scheiße. Die können ja von allen Seiten kommen. Ja, wir sollten weiter. Genau. Hinter dir! So, ein Bastard. Zu. Macht er. Und verschließen wir das Ding. Ja, wieder. Soll ich auf die andere Seite die Tür auch noch verriegeln? Ach ja, wenn die offen ist, bitte. Ja, gut, dann mache ich das mal. Lektor. Irgendwo ist zumindest einer. Nein, du bleibst draußen. Heute Abend ist geschlossene Gesellschaft. Was die immer gegen die Tür hämmern. Das könnten aber vielleicht auch hier diese Bioplasma-Viecher sein, die explodieren. Das wäre auch denkbar. So, jetzt immer wieder in der großen Halle. Hier einfach. Nee, den hier. Hä? Wollten wir nicht. Wir wollten doch nach links. Ja, nehmen wir mal den hier. Okay. Genau. Da lege ich mal ein paar Minchen hier. Piu. Oh, die sind aber niedlich. Ja, ja, tötet trotzdem alles, was drauf rennt. Ah, effektiv sagst du. Nee, ja. Was war das? Meine Mine ist explodiert. Schatten, Victor. Nee, kein Überraschungsangriff, nicht von dieser Seite. Dass wir uns nicht selber treffen, weil diese Schrapnelle der Erlösung, die prallen ja von allem ab. Außer ja, organischem Material. Alter, oh Gott, wieder ein Geschützturm. Und ein Typ mit einem Lasergewehr. Oder irgendwas ähnlichem. Komm, lauf durch. Ah, wir sind so richtig. Wollten hier lang, wo halt mal her. Ach, wunderbar. Okay,
Alter, hier liegt sogar ein Teppich, ne? So ein Teppich würde ich mir gerne an die Wand machen. Ja. Du weißt aber schon, dass Teppich auf den Boden gehört, ne? Es ist ein Wandteppich. Ah! Ja, du sagst es. So. Verriegelst du so? Okay. Sie kommen. Da. Ich gucke in die andere Richtung. Es hat mich angespuckt. Es ist widerlich. Hört man es eigentlich, wenn ich einen Overdrive reinmache? Ich glaube, dafür ist. Dafür bin ich zu laut, wenn ich rumballere. Naja, das hört sich dann an wie so ein Volcano-Geschütz von dieser AR. Noch was. Ah, okay. Da muss ich mal drüber achten. Na, hier wollten wir doch rein. Ja, genau, hier wollten wir rein. Hier geht's ziemlich weit nach oben. Ich bräuchte hier Hilfe. Ich bin down. Moment. Ich bin down. Oh, das ist nicht gut. 90 Sekunden. Ah, toll. Tja, mal schauen, ob das durchhält. Ich glaube, du gehst gerade wieder zurück. Ja. Oh Gott. Rechts von dir. Noch 60 Sekunden. Ach ja. Genau, wir müssen mal versuchen, irgendwie ganz nach unten zu kommen. Vielleicht liegt da unten irgendwas. Ich bin nicht verrückt. Was? Wenn du das sagst. Da unten, ich seh's schon. Geradezu. Noch eine Etage tiefer. Wo ist das Vieh? Das Vieh ist unter dir. Noch 25 Sekunden. Nicht drauf gehen, einfach nicht drauf gehen. 20. Genau, schön Distanz war. 15, 14, 13. 12, oh Gott, Alter! 11, die Viecher, die so 10. schreien, machen mir unglaubliche Angst. Ja, wenn man nicht weiß, wo sie sind. 5, 4, 3, 2. Overdrive! Repent, for tomorrow you die! Forget your past life. From this day on, you are a dark angel. Nothing else is of consequence.